Hallo Leute, wir sind wieder da. Diesmal zu dritt zusammen mit Sevajak und Suki. Yay, und im Hintergrund haben wir noch auf den billigen Plätzen Scan. Yay! Ich bin auf dem Sofa und du auf einem ungemütlichen Bürostuhl. Eben, also er hat tatsächlich den gemütlichsten Platz, aber er spielt nicht mit. Weil er kein Stardew Valley spielt. Dieser arme Tropf. Werde ich jetzt gehatet? Ja. Okay. Das ist in Ordnung. Diamant. So. Willst du mich bedrohen? Was? Nein. Was? Drohst du deiner Freundin? Nein. Er hält mir erst mal sein Schwert entgegen. Well. Können wir das bitte als U18-Content lassen? Marvin, kannst du dir bitte nicht dein Schwert entgegenhalten? Wobei, ich meine, ich war ja gerade nicht im Screen, da geht das noch. Ah, bitte mach das nicht, wenn ich gerade screene, ne? Was sollen die ganzen Kinder sagen? Wenn ihre Mütter das. Was mache ich jetzt eigentlich? Das, was immer du machen möchtest, du kannst anfangen zu spielen. Du kannst Fishing Pots sammeln, um Angelerfahrung zu sammeln. Du kannst Meine gehen. Du kannst Enten streicheln, kannst du nicht, weil die Enten habe ich schon gestreichelt. Du kannst so tun, als wäre das ein neuer Spielstand. Fängst ganz von an. Oh, Suki, komm mal hier runter. Hier hin. Hallo, hallo Suki. In dieser Kiste hier findest du einen Magnetring und einen kleinen Leuchtring. Den darfst du haben. Oh, das ist ja lieb, danke. Und wenn du ein besseres Schwert haben willst, dann ist da oben ein Leadrod drin. Leadrod, glaube ich. Wir haben noch einen Insektenkopf. Besser als gar kein Schwert. Eben. Ich meine, du kriegst ja nachher noch ein Schwert geschenkt, aber ich gehe in die Mine, auch wenn ich heute nicht sonderlich viel Glück habe, einfach um Mining runterzutreiben oder hochzutreiben. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Aber erstmal den Stein hoch. Ich gehe Hartholz holen. Mach das. So, ich brauche mehr Erfahrungspunkte. Der will einfach Ruhes Geburtstag, ne? Naja, die Evelin. Was mag denn Evelin? Ich habe ihr immer Hasenpfoten geschenkt, also. Ja, gut, Hasenpfoten mögen sie alle. Ist, glaube ich, ein Universal. Wir haben so viel Geld. Ich könnte könnt die Stelle upgraden. Ja, dann haben wir halt nicht mehr so viel Geld, aber das ist in Ordnung. Wir haben jetzt erstmal. Moment, wir haben Stufe 2 Stelle, oder? Ja. Dann machen wir 20.000 für den Hühnerstall. Stufe 3. Du willst den Hühnerstall zuerst ausbauen? Ja. Stall? Warum das? Häschen? Achso. Ich dachte zuerst Schweine, weil Schweine. Ja, dafür haben wir erst recht nicht genug Geld. Kosten die auch nur 20.000? Ja, selbst wenn, haben wir trotzdem nicht genug Geld. Wieso? Achso, weil wir die Schweine nicht leisten können. Ah, ja, da war ja was. Nein, weil wenn der Hühnerstall auf dritte Stufe schon 20.000 kostet, dann wird der Schweinestall nicht weniger kosten. Ja, aber wenn wir nur den Schweinestall und nicht den Hühnerstall, wenn der auch 20.000 kostet, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es nicht! Ich weiß es. Was kostet's? sagt er. Ich weiß es, sagt er. Sagt er. Das nennst du Wissen? Ich habe auch 3 Hartholz geholt. Sehr gut. Gold bringt 18 Erfahrungspunkte. Deswegen hast du übrigens so viele Erfahrungspunkte, weil du immer Gold gefarmt hast. Ich glaube, er antwortet uns heute nicht mehr. Ich glaube, er mag uns einfach nicht. Ja, verständlicherweise, geht, aber. Geht einfach. Wir warten auf die Antwort, der geht einfach. Okay. Ja, ist so in Ordnung. Kann ja nichts machen. Ich würde mir auch nicht antworten. Aber ich könnte heute angeln und morgen den Stall upgraden. Das stimmt. Wir haben übrigens kein Geld für Häschen, ne? Aber wir haben dann 3 Tage Zeit, um Geld für Häschen zu bekommen. Warst du schon am 20. Ist ja blöd, wir müssen ja Geld ranbringen für Seeds, oder? Nee, wir haben doch beim Wintermarket. Achso, wir haben schon Seeds alles komplett. Ja, dann kann ich das Geld auch auf den Kopf hauen. Naja, vielleicht möchte Suki ja einen neuen Rucksack haben oder so. Du weißt ja, Frauen und Handtaschen oder so. Das Gespräch hatten wir bei unserem Spielstand letztens auch. Lass mich raten, Vardrak hat zuerst sich das Upgrade geholt. Nein, er war ganz gentleman-like und hat es mir gegönnt, um es mir dann vorzuhalten, was ich habe. Das klingt tatsächlich das nach. Das Geld hat gefehlt am Ende. Du hast gesagt, es ist in Ordnung. Wenn ich überlege, wie viel Geld du schon auf dieser Farm ausgegeben hast, Vardrak. Ich habe nur Ställe gebaut. Und wie viel Geld ich rangebracht habe. Das ist ungefähr so wie bei uns.
Bringst du auch das Geld ran und er gibt's raus, oder? Ich hab quasi nur meine gemacht. Im ersten Jahr. Also ich war quasi fast jeden Tag in der Mine. Oh, ich bin Mann, ich muss voll schwere körperliche Arbeit machen. Dafür habe ich aber auch 4 prismatische Scherben im ersten Jahr gefunden. Ja, du könntest hier auch mal ein paar prismatische Scherben finden. Naja, du bist ja jetzt in der Mine. Ja. Und killst alles. Heute habe ich keinen Kill. Fledermäuse, ich sag's dir. Fledermäuse. Mhm. Prismatische Scherben haben, glaube ich, 0,4% Chance. Ich wollte gerade sagen, auf den letzten Ebenen erst. Nein, auf allen Ebenen 0,4% Chance. Achso, nach Gegner. Nachdem du die Mine fertig hast, stimmt. Das ist aber erst, wenn du auf 120 erreicht hast. Ja. Das wollte ich jetzt nicht, aber egal. Ich hätte mir vielleicht auch was zu essen mitnehmen können. Das wäre eine Option gewesen. Wir könnten Winterroots sammeln, dann können wir dieses komische Wurzelplatte machen. Ich meine, wir haben sowieso mehr als genug Cave Carrots. Ja, kann man Winterroots mit den Winterseeds anbauen? Da kommen wir raus. Ich glaube, ja. Na, das was halt auch rein gehört. Ja, richtig, aber Winterroots sind doch normalerweise unterirdisch. Die Wintersaat, Winterwurzel, Kristallfrucht, Schneesüßkartoffel und Kraukus. Und die kommen halt auch raus. Okay. Also ja. Haben wir davon, hast du was angebaut gehabt davon? Ja, hatte ich. Aber ich habe alles, was Gold und Silber da war, weggegeben. Wenn ich sammeln erstmal auf 10 habe, ist das alles Iridium-Qualität. Das wird sehr gut. Ja, außer die, weil wir mehr Platz in der Kiste haben. Außer die Winterwurzeln, die du sammelst. Ja, die du aus der Erde rausholst. Ja, weil die halt aus der Erde rausgeholt sind. Ja. Dass wir den Bonus nicht bekommen. Die Qualität ist ja fürs Kochen egal. Eben, deswegen kann man da immer die Low-Quality-Dinger nehmen. Das heißt, wir haben noch mal Low-Quality-Dinger. Ja, wir haben nur Low-Quality-Dinger. Ich geh mal gucken, wie viel wir haben, dann gehe ich mal. Koche ich vielleicht mal ein bisschen was. Kannst du bei mir in der Küche machen. Ich hab das nicht. Ich hab keine Küche. Eben, deswegen sag ich, kannst du bei mir machen. Ich hab grad gesagt. So, jetzt muss ich aber wirklich mal gucken, habe ich nicht. Ich habe nichts zu essen außer einen Kaffee. Eine Gesundheit und 3 Energie. Und ich bin schneller. Hm? Ich sage eine Gesundheit, 3 Energie und ich bin schneller. Nicht in der Mine drauf gehen, das macht man nicht. So was tötet Menschen. Du musst es ja wissen. Ja, Leute, so ist das. Jetzt kommt die Ehekrise auch auf diesen Channel. Dazu könnte man eine eigene Serie machen. Stardew Valley Ehekrise. Dankeschön. Mit irgendeinem Update haben sie doch das System der Ehe verbessert und so weiter. Und dann gab es einen wunderschönen Screenshot von einem, der in die Bewertung des Spiels bei Steam geschrieben hat, hier von wegen, dieses Update verbessert die Ehe. Meine Frau ist immer noch ziemlich sauer, da ich den ganzen Tag nur Stardew Valley spiele. Wo sind unsere Cave Carrots? In der Winterkiste. Nein! Oh doch. 28 Stück. Hätte ich gesagt. Ich habe doch mein Ordnungssystem, ja? Und wenn ich mein Ordnungssystem habe, dann habe ich mein Ordnungssystem. Und warum brauche ich nicht so verdammt plus viele Erfahrungspunkte? Übrigens, ne? Was bringt das? Roots Petter. 125 Energie, 50 Health und 3 Attack plus 2. Also plus 3 Attack. Ja. Ich hab mal 9 gemacht. Kannst du eine Mine mitnehmen? Ja. Die schmeiß ich in irgendeine Kiste. In die Essenskiste. Mensch. Praktisch, praktisch. Oh, ich habe nicht mehr sehr viel Energie. Ich werde hier vielleicht sterben. Solange du dein Schwert nicht verlierst, ist alles gut. Ich gebe dir meins ganz sicher nicht. What the? Ja, ich renne mit Sugis Schwert um in unserem Spielstand. Ja, aber ich meine, ich kann euch einfach rausschmeißen, dann kann ich auf eure Inventare zugreifen. Also von daher. Das schmeißt meinst du ja weg, stimmt. Denkst du, ich warne dich vor, bevor ich dich rausschmeiße? Ich schmeiße sie jetzt weg. Mach doch. Wo zur Hölle kommt die Kohle hin? Na, hier in die Kiste. Oben in die Kiste, wo die... Ach da! Ich habe die schwarze Kiste nicht gesehen, okay. Ja. Da ist so viel Kohle drin, deswegen ist sie schwarz.
Ja. Nur weil sie schwarz ist hier, ihr Rassisten. Klar doch. Da kommen keine Steine rein, Mensch. 41 Gold. Erz. So, nicht die Kiste, sondern die Kiste. Da kommen die Steine rein, das Hartholz, die Fasern und das Harz. Ach, Mädels. Wir haben Spaß. Hauptsache, ihr habt Spaß. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Moment, was? Ja, so wie das dauert bei Fox schon mal ein bisschen, bis der ins Bett geht. Ja. Weil er nochmal alle Kisten umsortieren muss. Er muss alles einmal durchgehen, ob alles richtig drin ist. Ich bin arbeiten, ja. Scan, was gibt es denn Leckeres zu essen? Müssen wir um 3 Uhr nachmittags. Oh Junge, 3 Uhr nachmittags, Zeit für Krabbenburger. Da gibt's halt was Müsli. Morgens, nee, nachmittags oder so, 3:30 in Deutschland. Oh, Suki, du kannst mal im Museum vorbeigucken gehen. Ja, geh mal ins Museum. Ja. Geh dir mal die ganzen Sachen abholen. Hol dir vorher den Rucksack. Übrigens hast du hier noch ein Stück Brötchen vergessen. Aber also Marmeladenbrötchen ist mir doch nicht zum Frühstück. Ja, das ist doch Frühstück. Jetzt doch gerade die perfekte Frühstückszeit, oh, oder? Oh, was haben wir denn? Kürbiskuchen. Deswegen sind wir zwei Fernseher hier. Guck mal, wir haben meine gemeinsam ganz gut. Super. Hartholz, bla bla bla, kein Problem. Robin will 10 Hartholz, kriegt sie von mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zack, fertig. Suki hat Geld gekriegt. Mhm. So, Scan, was kostet jetzt der Stall? Eben, was kostet der Stall? Der Schweinestall? Ja. Du hast gesagt, du weißt was. 20.000 und 12. Geh mal da oben die Dinger machen und neues Gold reinlegen. Danke, Suki. Eine schicken Statue, ja. Es gibt übrigens nichts ordentliches. Okay, dann brauche ich ja gar nicht hingehen. Nein! Nein, geh weg! Ich will's. Nein! Was machst du mit ihm? Ich habe ihm eine Hühnerstatue geschenkt. Nein! Doch! Oh. Die nächste kriegst du, Suki. Juhu. Es ist auch nicht die richtige Hühnerstatue, sondern nur das Item. Also, ich sag Suki, Suki wollte das Gold nicht einsammeln. Oh, nee, ich war woanders. Mensch. Ja, ich weiß, dass Hühner keine Milch produzieren. Was? Was? Wir haben die falschen Hühner. Und die lila Kühe geben Milka. Braune Kühe geben Schokomilch. Weiß man doch. Es geben eigentlich blaue Hühner. Blaue Hühner geben blaue Eier. Blaue Eier. Nein, ich glaube, die geben ganz normal Eier nur. Ich glaube, zufällig weiße oder braune. Aber blaue Hühner muss man erstmal freigeschalten haben. Rosa Hühner geben Manna. Genau. Und nicht das Huhn töten übrigens, sonst kommen ganz viele. Das wäre so eine witzige Einspielung, wenn du wirklich einen Huhn aus Versehen mit dem Waldschwert schlagen könntest. Mit dem Waldschwert. Ja. Und dann einfach ganz viele Hühner kämen. Genau. Aber wenn du dann die Hühnerstatue schnell platzierst, dann behältst du die Hühner. Nein. Wow. Du hast 15 von 12 Hühnern in deinem Stall. Dieses Holz ist perfekt. Das ist genau das, was ich brauchte. Danke. Ich habe einfach irgendwelches Holz genommen. 500 G. Das ist schön. Key Herausforderung, 25. Ebene. Fange einen Tintenfisch für Willy. 25.000 kostet der. Bringe Pam ein Helles 3.000 zu wenig. Ich hab gesagt. Juhu. Suki gibt unser ganzes Geld aus. Okay, wir sind mehr als 3.000 zu wenig. Also ich. Aber du könntest doch einen Hühnerstall bauen. Ausbauen lassen. Dann kann Suki sich aber nicht einen zweiten Dings kaufen. Ja, Suki muss sich das erarbeiten. Na gut, dann gibt's jetzt einen Stall. Ich meine, weißt du... Nicht, wenn ich schneller bin. Nein. Suki kann nicht einfach herkommen und unser ganzes Geld ausgeben. Siehst doch, und dann kommt sie nie wieder. Suki, du weißt, du musst jetzt regelmäßig herkommen, ne? Kann ich machen. Ich meine, du hast jetzt das erste Upgrade, das heißt, du musst regelmäßig da sein, sonst lohnt sich das ja gar nicht. Ja. So Leute, dieses Let's Play wurde soeben noch besser. So. Wir haben jetzt übrigens bald einen großen Stall. Einen ganz großen Stall. Einen Glücksstall.
quasi. Soll ich dir mal meinen großen Stall zeigen? Nein, bitte nicht. Bitte nicht, nein. Oh nein, bitte nicht, nein. Oh nein. Was machst du da? Lass die Hose bitte an, lass die Hose an! Oh je, ich sollte noch irgendwie so einen Clickbait-Titel in die Folge schreiben. Bitte ja. Und hinten in die Kamera hängen lassen. Wo soll ich die Kamera hängen lassen? Euer Stream ist eh nicht children-friendly, oder? Was? Dieser Stream ist so family-friendly, das glaubst du gar nicht. Es gibt niemand, der familienfreundlicher ist als dieser Stream. Ja, natürlich. Ich meine, wir sind doch alle irgendwie eine große Familie und wir sind freundlich, also... Ihr müsst mir zustimmen, Leute. Ja, passt schon. Natürlich. Ich finde, ich weiß nicht, das passt schon, war euphorischer als das ja natürlich. Ach, Jungs und Mädels, ihr macht mich fertig. So Leute, was geht ab? Oh, Moment, ich muss mal ganz kurz was machen. Da. Und dann da und dann. Warte ich mal mein Haar. Damn! Okay, dann nicht. So, dann bin ich. Ui! Wieder da. Weltallstiefel. Ich mag meine Weltallstiefel. Ich will auch Weltallstiefel haben. 18, das sind. 18. Schlecht, das ist schlecht. Das sind schlecht. Das heißt, nämlich, dass wir keine zwei gleichmäßig hinkriegen. Warum nicht? Mensch, Vatrak. Das ist schon okay so. You had like one job. Maybe two. Ich weiß nicht. Ich war nicht dabei. Oh, heute läuft noch was im Fernsehen. Ja. Ich glaube, ich gehe in einen von Sukis Fernseher gucken. Wir schauen alle bei Suki einfach nur Fernsehen. Sie hat zwar nicht den größten Fernseher, aber sie hat dafür zwei. Das ist quasi, als ob man so einen riesigen Flatscreen hätte. Genau. Mit Surround und so. Nur halt, also, weißt du, ich ärgere mich schon immer, dass meine beiden Monitore nicht so borderless sind, so, ne? Aber sowas hier, das ist dann ungefähr so. Man kann sie halt leider nicht, man kann sie halt nur um 90 Grad drehen. Du kannst sie nicht um 90 Grad drehen. Fernseher gar nicht, das finde ich richtig kacke. Kürbiskuchen. In meinem Haus ist es Tradition, während des Festmahls zum Winterstern einen Kürbiskuchen zu essen. Die Jahreszeit ist ohne diesen wundervollen Geschmack, der nur mit den feinsten, frisch geernteten Kürbissen erreicht werden kann, einfach nicht komplett. Ein wenig Muskat, Zimt und Nelke würde ich umhauen in ein Land voll Gold und Purpur entführen. Also erstens, der letzte Teil klingt eher, als ob wir kiffen würden. Und der vorige Teil, es ist Tradition, am Ende des Winters Kürbiskuchen zu essen, aber das geht nur mit frisch geernteten Kürbissen, die nur im Herbst zu ernten sind. Was zur Hölle? Natürlich. Das ist Tradition, ein Gewächshaus zu haben. Ja, anscheinend. Das ist die schönste Tradition, die Tradition des Gewächshauses. Wer kennt sie nicht? So. Hallo, Vatrak. Hi. Ich hab mal unser Außengehege für die Tiere ein bisschen umgebaut. Ja, das sieht hässlich aus. Können wir nicht Eisenzäune nehmen? Da kommt das Eisenzäune. Wir können überall Eisenzäune hinmachen, weil Eisenzäune sind super günstig. Das sieht schön aus. Ich meine, das sieht wirklich nicht schlecht aus, aber diese Zauntor-Dinger sind hässlich. Irgendwann, wenn wir 10 Millionen haben, ist alles kein Problem mehr. Genau. So, jetzt können wir nämlich hier je nach Bedarf eins oder das andere aufmachen, das andere kann sich erholen, der Rasen. Über dem Rasen. Ich könnte eigentlich hier links auch noch was absperren. Links, links. Links, da hätten wir hier, da hätten wir quasi drei, die wir immer. Dreifelderwirtschaft meinst du? Genau, da können wir drei abwechselnd durchlaufen lassen. Ich habe noch genug Zäune. Macht eine Dreifelderwirtschaft, ja, ist in Ordnung. So. Ist das so ein Real-Life-Ding oder nur Stardew Valley? Was? Dreifelderwirtschaft ist ein Real-Life-Ding. Das haben die früher gemacht oder machen sie ja teilweise immer noch. Um unterschiedliche Bepflanzungen oder ein Feld auch mal ein Jahr freizulassen, um die. Den Nährstoffgehalt im Boden wieder. Jetzt weiß ich, was das ist. Ja. Ich kenne das nur unter
einen anderen Namen, der mir aber nicht einfällt. Nur nicht drei Felder geschafft. Das ist super geil. Unter einem anderen Namen, der mir zwar nicht einfällt, aber. Irgendwelche stimmt die nicht. Wo kommen eigentlich Pilze? Oh, das sind Zäune. Das sind gar keine Zauntore. Na Mensch. Ach, Quadrak. Was soll denn das? Das geht doch nicht! Also ich nehme einfach hier das Zauntor raus und mach das so dazwischen. Sehr schön. Und dann kommt da noch ein Zaun hin. Da. Perfekt. Das fällt nicht auf. Das ist alles so gewollt. Das ist alles so gewollt, ey. Ich brauche ein bisschen Eisen. Du weißt, dass wir Transmutation haben? Ja. Du weißt aber auch, dass wir ganz viel Eisenerz da haben. Du weißt, dass du die ganze Kohle nicht zurückgelegt hast? Stimmt, die habe ich noch nicht getan. Mach mal, setz mal Gold an, ich gehe schlafen. Ja. Hast du die Trapwords geleert? Nein. Ich habe darauf keine Lust. Sehr gut. So langsam könntest du die Felder auch schon vorbereiten. Nee, weil die mit einem neuen Saison sowieso zu größten Teil wieder kaputt gehen. Aber du kannst dich schon mal vorplanen und die ganzen Dinger schon hinstellen. Das kann ich machen. Das mache ich morgen. In der nächsten Folge, Leute. Sobald ich es geschafft habe, runterzulaufen bis zum Bett. Ja, ich warte auch noch auf Suki, also. Ja, warte ich immer. Suki ist auch noch nicht zu Hause? Nein, Suki vor der Stardrop. Ach, Suki ist schon in der Mine. Suki hat eine Sternenfallfrucht gefunden. Ja. So, jetzt kann ich nach Hause gehen. Waiting for Suki. Sorry. Alles gut. Ich gehe halt nur gerne zeitig schlafen. Es war 19 Uhr, der Sandmann war vorbei. Ich habe die Steinwege noch da, die muss ich noch wieder an den Säule ranlegen. Ja. Damit das Gras nicht zu doll drüber wächst. Weil es sieht hässlich aus. Na, deswegen habe ich es da hingelegt. Ja. Das sieht einfach fürs Aussehen. Geht sie bei sich schlafen? Okay. Ich habe dich eben im Augenwinkel gesehen, Mann. Sieht super aus, wenn wir im Haus waren. Ja? Kannst du schlafen, Schatz? Ja, ich fühle mich schon ein bisschen beobachtet durch die ganzen Bären und alles. Wenn man die drehen könnte, könnte man die an der Seite so nicht angucken. Kannst du gerne machen, ja. So wirklich so, umstoßen. Wirklich ja. So ins, um das Bett rum, von oben nach unten und so, von der Seite so nach rechts. Das wäre sehr witzig. Und dann später im größeren Haus von links und von rechts so Bärenstatuen. So, Leute. Das war's für heute. Das war schon der zweite Tag. Das war schon wieder der zweite Tag. Immer zum Ungeraden. Und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen dann. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao. Tschüss.